Ja, moin, Luke hier. Das ist eine Streamaufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Es geht an den Strand. Oh ja. Und genau damit fangen wir auch an. Oder machen wir was anderes? Wir machen was anderes, glaube ich. Stevo, morgen, sei gegrüßt. Haben Sie gut geschlafen? Letzte Glas Wein war schlecht. Oh no. War das hier? Warte, ich muss auch noch mal kurz was gucken. Ja, hier war's. Ups. Nein, das war der falsche Song. Nein. So. Ich weiß nicht, ob die Zeit schon langsamer läuft. Nein, noch nicht, jetzt aber. Alright. Was für ein Wein hast du getrunken? So. Moin. Wir holen uns das Fass und gehen zur Ranch. Weißwein. Ah. Irgendwie bin ich müde. Weiß auch nicht, ich habe nicht so gut geschlafen anscheinend. Selbst. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gorone, daher solltest du kräftig genug sein, Pulverfässer zu tragen. Ja. Moment mal, du hast die offizielle Prüfung, um Pulverfässer tragen zu dürfen, noch nicht abgelegt. Ich muss das nochmal machen. Moment, um zu dem Lehrer zu kommen im Gorondorf, muss es doch Frühling sein. Oder kann ich das jetzt mit Feuerfeind wegmachen, das Eis? Alright. Und zum dritten Mal die scheiß Rennstrecke öffnen, oh Gott. So. Ach, warte mal, aber diese... Die kriegt man, ups, die, diese Permit kriegt man dann aber permanent, oder was? Aller guten Dinge, ja. Alright. So, und jetzt einfach zurück, wa? Meister, wir haben es geschafft. Sieht so aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich deine Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem damit, dir fortan Pulverfässer zu überlassen. War nicht richtig von mir, dich einem so gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Du hast ein Pulverfass... What? Pulverfässer sind hochexplosiv, daher kannst du nicht mehr als eines mit dir führen. Triffst du es mit einem Pfeil, wird es sofort explodieren. Hä? Also man kriegt keine Berechtigung, man kriegt einfach ein Pulverfass? Oder kriege ich jetzt auch einfach halt bei dem anderen ein Pulverfass? Aber warum, wofür ist dann der andere, wenn man einfach immer hier hingehen kann? Kann die, ja, aber warum soll ich sie kaufen, wenn ich hier eins umsonst kriege? Ich dachte, man kriegt halt irgendwie jetzt so, weiß nicht, irgendein Abzeichen, dass man die dann halt kaufen kann. Wenn es schneller geht. Okay. Okay, wenn das der einzige Grund ist, okay. Ich kann noch mich einfach porten.
Ups. Oder wenn ich jetzt schon Pulverfass habe, kann ich ja direkt zur Ranch. Müssen wir uns ja keins mehr kaufen. Achso, das muss ich wahrscheinlich mit dem Metzgerone, wa? Hallo? Fee! Ey! Mein Gott, ich bin so fett, aber die trotzdem nicht getroffen, ey. So, Minion. Ach. Geh mal beiseite. Hier arbeiten jetzt richtige Männer, okay? Du Lappen. Ach, das war dumm. Guck mal. Ja, hau ab. Hau lieber ab. Zu den Fatih ran, yo. War nur verkleidet. Haha, ich bin in Wahrheit ein Kind. Oh. Okay. Nice. Gibt er uns was? Mit Sicherheit nicht. Hey, egal auf welche Weise, Hauptsache der Felsen ist weg. Okay. So, was gibt es jetzt hier? Brauch Ranch für meine Chicken Wings, Leute. Habt ihr auch Romano-Salat? Alter, ist das groß. Eine Muku. Kommst du aus der Stadt? Na klar. Das bedeutet, dass die Milchstraße wieder frei ist. Dann kann ich ja wieder Milch in die Stadt liefern. Willkommen auf der Romani Ranch, Heimat des köstlichen Chateau Romani. Fühlen Sie sich wohl bei uns. Okay. Hallo. Ups. Alright. Was haben wir denn hier noch so? Die kann dir was von ihrer Milch geben. Ja, du meinst die Kuh. Ah, ja, ja, klar. Damn, ist jetzt unser Wirbelspin auch... Wir haben mehr Range, wa? Unser Wirbelspin hat auch mehr Range, glaube ich. Oh, okay, ich dachte, das wären Rubinen. Hier noch irgendwo Höhlen? Okay, Moment. Alter, ich habe ultra Kloß im Hals. Okay. Aber wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe, ist der... Sieh doch. Epona, ey. Ist das nicht dein Pferd? Ja, wie er sich gefreut hat. Sie interessiert das gar nicht. Ja, Epona. Hey. Kann ich Epona wiederhaben, Freunde? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich Epona gesehen und war froh. Hey, wer bist du? Ich bin Romani. Ich trage denselben Namen wie diese Ranch. Ranch. Und wie heißt du? Chat. Chat? Das ist ein hübscher Name. Ja, seht ihr mal. Wie wär's mit Grashüpfer? Ich würde dich gerne so nennen. Du trägst grüne Kleider und trippelst ständig herum. Daher ist Grashüpfer sehr passend. Okay. Ich war gerade beim Üben. Für heute Nacht. Heute Nacht. Sie kommen heute wieder. Ah, die Geister, ne? Das kenne ich aus Videos. Sie kommen nachts, jedes Jahr, wenn der Karneval näher rückt. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Oh boy.
Sie kommen in einem hellen, leuchtenden Ball. Es sind sehr viele. Und dann gehen sie auf die Scheune zu. Das ist so geil. Meine Schwester will mir nicht glauben, aber ich muss die Kühe beschützen. Hey Grashüpfer, ich bin gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Du hast doch einen Bogen, willst du es nicht versuchen? Dass es davon noch kein Tower Defense gibt, ja. Don't touch my cows. Ja komm. Supi, das nenne ich Kampfgeist, Grashüpfer. Also lass mich dir meine Strategie erklären. Sie erscheinen überall auf der Ranch. Dann bewegen sie sich langsam auf die Scheune zu. Du musst sie mit Pfeilen treffen. Hast du verstanden? Du darfst dich nicht zu weit von der Ranch entfernen. Komm, Grashüpfer, lass uns üben. Hier auf dem Gelände befinden sich 10 Ballons. Du musst sie alle in weniger als 2 Minuten zerstören. Ach Gott. Der Rekord liegt bei 1 Minute. Aha. Bist du bereit? Auch alles immer auf Zeit, ey. Oh, oh, what? Epona? Hallo? Oh, die Steuerung ist so eklig. Jawohl. Ja, die Hitboxen sind sehr, wie sagt man, generous. Nein! Bro! Oh Gott. Hallo. Mann, der Anfang war richtig gut. Wenn man den Rekord bricht, kriegt man wahrscheinlich noch was. 4 Sekunden. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Ja, ja. Bringe dir ein Lied bei, womit du Pferde rufen kannst. Oh, ich hoffe, ihr beide versteht euch weiterhin so prächtig. Ihr habt noch Zeit, ein wenig zu üben. Ah. Das ist Eponas Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihre Bande sind. Triffst du diese Ballons, dann zerplatzen sie einfach und sind fort. Aber die echten Geister kommen immer wieder. Wenn sie in die Scheune gelangen, haben wir verloren. Beim ersten Sonnenstrahl machen sie sich aus dem Staub. Wir müssen also bis zum Morgengrauen gegen sie kämpfen. Ja. Muss ich das jetzt direkt machen? Unser Einsatz beginnt heute Nacht um 2. Ich werde an der Scheune warten. Okay. Alles klar. Heute Nacht um 2. Epona, yes! Romanis Haus. Was haben wir denn hier? Hm, gar nichts. Au. Bambi, du, badado. Die schlafen in einem Raum? Okay. Beziehungsweise, wir haben ja bis jetzt nur... Ah ne, wir haben 2 Leute gesehen. Okay, eine Mutter und eine Tochter, oder was? Nope. Oh. Ah, ich dachte, das wäre eine Eule, schade. Schwestern, ah. Schwestern. Mhm. Gut zu wissen. Das Schwert sieht an Link irgendwie so out of place aus, ey.
Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Schaden das macht. Noch nichts wirklich angegriffen. Außer eine Wespe gestern noch. Werden wir bald herausfinden. Hier ist nichts, okay. Da hinten ist noch was. Nein. Nein. Ich weiß, Epona steht da neben, aber ich wollte es einmal spielen. Komm her, mein Mädchen! Yay! Ah, Jay. Finally. Da wir jetzt das Lied kennen. Oh, nein, 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 nein. Ich will. Nein, 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 nein. Ich will Hallo? Nein? Hallo? Ich würde gerne runter? Okay. Strength of the Swords of Majora's Mask may be measured by the amount of normal strikes it takes to kill a full-size Dodongo. Ah. Hühnerschuppen. Okay. Kriegsschwert 12, Feenschwert 6, Schmögeklinge 4. Wow, es macht den dreifachen Schaden. Holy shit. Das ist krank. Oh, Moment. Mir fällt gerade was ein. Mein Großvater hat es mir gesagt. Der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ach. Ach ja. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnchen werden. Moment. Ich habe eine Idee. Wir haben doch hier diese Bremer-Maske. Aha. Geil. Cat Jam! Cat Jam, nicht Red Jam! Eher ein Cat Jam-Lied, würde ich sagen. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Hier noch was? Da war auch eins, oder? Oder oh, Bone Zone ist auch gut, ja. True. Bone Zone geht auch immer. Muss ich alle holen, oder was? Da hinten. Ah, da sind noch zwei. Ich weiß nicht, wie viele hier sind. Ja, irgendwas wird ja passieren. Und jetzt ist noch nichts passiert, deswegen hole ich einfach alle, ne? Da guck halt noch. Komm her. Da waren noch das eins und da, okay. Gesagt, er wird das nie erleben, wie die zu Hähnchen werden. Geil. Ey! Nice. Okay, das fand ich lustig. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du kannst das hier haben. Hasenhorn!
Geil, du hast die Hasenohren erhalten. Welch prächtige Ohren. Obwohl die Kraft der Wildnis auf dich übergehen wird. Ich glaube, damit kann man schneller rennen. Kann das sein? Ja, sie sind alle zu Hähnen geworden. Hey. Geil. Hell yeah. Beste Maske, auf jeden Fall. Egal was noch kommt. Beste Maske. Frag mich, ob Speedrunner die benutzen. Aber wahrscheinlich any percent nicht, aber 100% benutzen die dann bestimmt. Ah, hier ist dieses Hunderennen. Warte mal. Glaube. Ich erinnere mich da an den Stream. Ich glaube, der blaue Hund. Oh, hier ist. Okay. Brauchen wir eine Erbse? Kann man Erbsen nochmal kaufen? Ach, ja, ich weiß wo. Okay. Was willst du hier? Dieses Mamamoo Jans Hunderennbahn. Lies doch das Schild. Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Ja. Das musst du dir ein Hündchen aussuchen, von dem du glaubst, dass es am schnellsten ist. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich nehme einfach mal den blauen. Komm her, mein Junge. Nein! Hä? Aber was soll ich jetzt machen? Beeil dich und bring mir das Hühnchen, von dem du glaubst, dass es am schnellsten ist. 100 Rubine gewinnen und dann gibt es das zusätzlich, okay? Ja, hallo, ich hab doch hier einen, aber ich kann dich ja nicht mehr anreden. Ah, muss einfach vor die laufen, okay. Ich will auf dieses Hühnchen wetten. Erreicht dein Hündchen den ersten Platz, erhältst du den dreifachen Wetteinsatz. Für den zweiten Platz wird der Einsatz verdoppelt. Okay. Für die Plätze 3 bis 5 bekommst du deinen Einsatz zurück. Alle anderen Platzierungen haben zur Folge, dass du deinen gesamten Wetteinsatz verlierst. Komm, wir gehen aufs Ganze, ey. Scheiß drauf. Man kriegt so leicht Geld in diesem Spiel. Kack drauf. Ab geht's! Lauf, mein Junge! Man kann nichts machen, ne? Okay. Nein! Warum bist du langsamer? Lauf, Junge! Du kriegst kein Futter! Moin, Mutti! Lauf! Was ist mit dir? Was ist mit ihm? Nein! Gib kein Leckerli, wenn du nicht gewinnst, Junge. Alter, der ist ja... Wow. Immerhin kriegen wir den Einsatz. Nein, wir kriegen noch nicht mal den... Er ist Sechster geworden, der Lappen. Oh. Ah doch. Okay, ich habe nichts gesagt. Weißt du, wir machen Folgendes. Wir holen uns mal... Erbsen. Aber hey. Man kriegt ja immerhin... sehr viel wieder. So, noch wässern. Der Hund. Alright. Yay, okay, ja. Hier geht's, wo geht's denn? Hier, Moment, man kann hier schon lang? Oh. Okay. Aha, da springt sie rüber. Richtung Osten geht's zu dir. Krass, man kann hier einfach lang. Wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, man kann hier noch nicht hin. What the fuck?
Hihihi, was machst du an einem Ort wie diesem? Der Hügel von Ikana ist ein Ort, an dem gequälte Geister ruhelos umherziehen. Auch jetzt noch ziehen die Geister auf der Suche nach dem umher, der sie retten kann. Dies ist ganz sicher kein Ort für dich. Doch zieht es dich dorthin, finde die Maske, in der die irrenden Geister wohnen. Du findest sie nahe der Ranch. Gut, das machen wir vielleicht gleich. Ohne diese Maske kannst du ihre Seelen nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Hihihi. Okay. Oh, lauf. Okay. Ja, das ist ein großer Stein. Braucht man dafür eine große Bombe? Vielleicht? Ach, Epona, komm. Und dafür ein Pulverfass braucht? Neun. Drei Stunden noch. Drei? Nee. Glaube ich. Fünf. Vier. Wir will nicht mehr springen. Okay. Nein. Hallo, steig ab! Okay. Warum leuchten wir so blau, by the way? Fällt mir nicht. Du wurdest verhext, du kannst dein Schwert. Oh. Deswegen leuchten wir blau, weil wir verhext wurden. Oh. Und Friedhof, hello. Friedhof von Ikana. Moin. Ach, wie lange ist man denn verhext? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Hier ruht die Seele eines mutigen Soldaten. Kann man hier irgendwas... Nee. Ey, sind immer noch verhext. Uhr, 2, okay, gleich müssen wir wieder zurück. Ist hier? Oh, ein großer Junge, ein Big Chonker, hallo? Ja, ich kann nichts machen. Nein, les! Ja. Jener, der mich erweckt, soll gegen mich im Kampf bestehen. Erst dann werde ich die Wut der Flammen ersticken. Okay. Die Tür ist abgesperrt, vermutlich niemand zu Hause. Ah, jetzt sind wir nicht mehr fertig. Ey, wie lange? Holy fuck. Kann ich den jetzt einfach... Okay. Zwölf Uhr, okay, wir sollten zurück. Gleich geht's los. Ja. Das macht mir jetzt nicht wirklich, stimmt mich nicht mutig, dass du sowas schreibst, Raya. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Außenbereich, Grashüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht, sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Sie nähern sich der Scheune, auch von hinten, also Vorsicht. Sollten dir die Pfeile ausgehen, dann sieh in den Kisten nach, die nahe der Scheune herumstehen. Okay. Ich weiß nicht, wo die, welche Kisten du meinst, aber okay. Ach so, die ich schon aufgemacht habe. Oh, fuck. Die Begegnung der dritten Art. Oh Gott. Ist das so schwer oder was? Warum viel Glück? Oh, hinter der Scheune ist auch einer. Da. Dauert 5 Minuten. Oh Gott.
direkt wieder einer gespawnt. Oh mein Gott. Ich muss mir die Pfeile da jetzt einmal holen. Lassen die Pfeile fallen. Nur Witz, der Hund hier irritiert mich immer voll auf der Karte, ey. Was ist eigentlich, wenn man die Zeit verlangsamt hat? Dauert das dann länger? Oh Gott. Irgendwie haben wir gar nicht so lang vor. Wir haben es geschafft, wir haben sie besiegt. Danke dir, dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Wir haben es geschafft. Noch eine Flasche, geilo. Hast aber auch gut gezählt, dankeschön. Ja, die waren irgendwie leicht zu treffen, muss ich sagen. Weil die halt, die hatten immer die gleiche Höhe, waren langsam. Die Mel... ja, okay. Eine okay. Ups, Entschuldigung. Geil. Zu Fuß ist gechillter auch, ja. Geil, ey. Drei Flaschen. God damn it.